Eli, die Netflix-Neuveröffentlichung der Woche, wobei ich den Film schon eine ganze Weile länger auf dem Schirm habe, da er, glaube ich, vor einem knappen Jahr zum ersten Mal erwähnt wurde und eigentlich im Januar regulär ins Kino kommen sollte, tat er nicht und nun hat sie ihn auf Netflix gebracht. Und das ist bei mir ja eigentlich immer das erste Alarmsignal, dass es wahrscheinlich qualitative Gründe hat. Wobei wir hier in einem Segment unterwegs sind, das, glaube ich, viele Exemplare, aber selten herausragende Stücke produziert. Wir haben einen Film, einen Horrorfilm über einen Jungen, eben den titelgebenden Eli. Da kann man dann direkt ansetzen, vielleicht wieder so eine die x-te Teufelskind-Variante oder so. Aber es geht doch in eine ganz andere Richtung. Der titelgebende Eli ist ein kleiner Junge, der unter einem schweren Defekt, Gendefekt leidet, der es unmöglich macht, dass er mit seiner Umwelt normal in Kontakt kommt. Das heißt, er muss in einem in Plastik verpackten Bett schlafen. Wenn er nach draußen geht, trägt er eine Art Raumanzug, der dann auch schon mal als Anlass für Mobbing genommen wird. Dieser kranke Junge soll aber nun endlich geheilt werden und dazu bringen ihn seine Eltern in eine Spezialklinik, wo eine ganz spezielle Ärztin, gespielt von Lily Taylor, an ihm ein experimentelles Verfahren ausführen soll, das diesen Defekt heilt. Das Dumme ist, dass direkt am Anfang gesagt wird, die Medikamentation, die er bekommt, könnte zu Albträumen führen. Das heißt, zum einen muss der Junge eine schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen. Zum zweiten hat er permanente Albträume und Indizien dafür, dass in diesem Haus, in dem er sich befindet, wo diese Klinik eingerichtet ist, was Merkwürdiges vorgeht. Und Fakt ist, wir arbeiten hier mit nichts, mit rein gar nichts, von Anfang bis Ende, was irgendwie neu ist. Die Frage ist halt immer nur, welche Versatzstücke, die es da in diesem Genre so gibt, werden hier eingesetzt. Und das ist das, was ich dem Film als Riesenstärke anrechne. Er lässt alle Möglichkeiten, die man so sich vorstellen kann, bis kurz vor Schluss zur finalen Auflösung offen auf dem Tisch. Das heißt, es könnte sein, dass mit Eli in der Tat was nicht stimmt. Und es könnte sein, dass die Wahrnehmung Elis nicht zutrifft. Hat man ja auch oft, dass man die Sachen durch die Augen der Hauptfigur sieht, aber diese sieht sie von sich aus falsch. Es gibt Indizien für übersinnliche Kräfte, das heißt Geisterszenen, die dann teilweise als Albträume deklariert werden, aber durchaus auch so ein wenig in die Realität zu wanken scheinen. Es gibt merkwürdiges Verhalten der Ärztin, Verhalten der Eltern. Es könnte sein, dass die Eltern mit der Ärztin zusammenspielen oder ein Elternteil. All diese Optionen packt der Film reihenweise aus und hält sie bis zum Schluss offen. Und das hat mich dann doch richtig quasi im Fiebern gehalten. Des Weiteren arbeitet der Film mit etwas, wonach er gar nicht aussieht und wonach er gar nicht klingt, nämlich er ist zu einem sehr großen Anteil typischer Geisterhaus-Horror. Die Story, dass ein Junge da so ein OP-Verfahren durchleben muss in einer Klinik, klingt ja mehr so technisch, aber diese Klinik liegt halt in einem abgelegenen Haus und da ist es eher eine düstere, dunkle Umgebung, in der dann eben auch Treppenstufen knarzen und sonstiges. Und der Film arbeitet halt mit diesen Versatzstücken, wenngleich die sich auch manchmal ins Negative kehren. Wenn am Anfang oder noch relativ zu Beginn Eli abends ein Mädchen an seinem Zimmerfenster sieht, mit dem er dann spricht und sie sagt, ja, ich komme hier hin und wieder vorbei, da geht im Inneren direkt die Alarmglocke an, wahrscheinlich ein Geist. Ob das jetzt so ist, sage ich natürlich nicht, aber man ist ja halt, was dieses Genre angeht, einiges gewöhnt oder beziehungsweise typische Versatzstücke sind bekannt. Und es ist einfach eben die Frage, welche wird hier eingesetzt? Im Falle von Eli, ich würde mal sagen, die richtigen oder zumindest gut funktionierende, denn das Ding ist mit knapp 100 Minuten nicht zu lang. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, die Optionen bleiben bis kurz vor Schluss bestehen. Die Gruselanteile sind immens hoch und insgesamt ist dies natürlich kein Film, der an den Kinokassen dick abgeräumt hätte, aber es ist mal so ein Fall, wo ich gesagt hätte, im Kino wäre er nicht verkehrt gewesen. Jetzt, wenn man ihn auf Netflix gucken kann, ist er, wenn man so einen kurzweiligen Horrorfilm sehen will, definitiv eine Empfehlung. Ich könnte jetzt einen anderen Film aus diesem Jahr benennen, der so in eine ähnliche Richtung geht. Das Dumme ist, wenn man dann die Parallelen zieht, würde das spoilern, darum lasse ich das. Aber ich gebe ganz zufriedene 4 von 5 Punkten, was der andere Film übrigens nicht bekommen hat bei mir. Und wie seht ihr das? Habt ihr euch Eli schon angesehen? Fandet ihr den auch okay oder interessant? Oder wie hat er euch gefallen? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.